Es ist Valentinstag. Und was macht man an Valentinstag, wenn man mit seinen Liebsten nicht schick essen geht oder irgendwelche Filme ansieht? Richtig, man spielt Videospiele mit ihnen. Und was macht man, wenn man niemanden auftreiben kann, mit dem man Videospiele spielt? Man spielt Videospiele, bei denen die KI einem vorgaukelt, man würde mit jemandem spielen. Lovers in a Dangerous Space-Time ist so ein Spiel, was man am besten Koop spielt. Man kann das ganze Spiel aber auch praktisch alleine spielen und bekommt dann eine KI, der man Befehle geben kann. Und naja, starten wir einfach mal direkt rein. Spieler 1. So. Ich hatte das Ganze, man hat zwar keinen Spielstand gesehen, aber ich habe das Ganze schon ausprobiert. Und den kleinen hier fand ich super. Und dann starten wir den Mehrspieler-Modus. Und ich finde die Katze zwar auch ganz schön. Haben wir einen Waschbär, einen Hund. Aber ich nehme das Schwein. Dressiertes Hausschwein in einem Raumschiff. Es war einmal in einer weit entfernten Zukunft, in der ein schlauer Wissenschaftler eine Maschine baute, um die größte Macht des Universums zu nutzen, die Liebe. Mit dem Ador-Reaktor erkundeten Entdecker die Sterne und vereinten alle Völker der Galaxie. Sie alle wurden von den Lovers, einer Organisation mutiger und liebevoller Rettungsastronauten, beschützt, die auch den Reaktor bewachten. Unheil war doch jedoch im Anflug, nehme ich mal an. Das hatte ich letztens schon das Problem. Ein Fehler in der Xoxo-Matrix ermöglichte es den dunklen Mächten der Antiliebe in unsere Zeit durchzudringen, irgendwie so. Die Explosion riss ein Loch in die Raumzeit und der Ador-Reaktor wurde zerstört. Ich glaube, ich bin noch nicht wach genug, um vorzulesen, ey. Nun breitete sich die Antliebe in der ganzen Galaxie aus. Und die Zukunft unserer Raumzeit sieht sehr liebelos aus. Diese Übersetzung. Also, das war zwar gut, aber trotzdem diese leicht schlechten Witze. Oh nein, Systemausfall. Hauptflotte besiegt. Aber der Schiffsprototyp könnte noch funktionieren. Der Prototyp ist im westlichen Ventrikel eingeschlossen, aber wenn ich eine Verbindung herstellen kann... Da sind wir. Bitte komm, Dr. Hopsflops hier. Das Hauptquartier wurde übernommen. Das Schiff muss gerettet werden. So, und Hops. Und das Coole an dem Spiel ist praktisch, man sieht hier schon, wir haben 4 Kanonen. Hätten wir jetzt 2 Leute, mit denen wir das spielen, hätten wir praktisch jemanden, der Kanonen bemannen kann. Und gute Nachrichten, dein treuer Weltraumbegleiter meldet sich zum Dienst. Halte dich bereit für den Teleport. Dein pelziger Freund... Hat zwar kein Pelz, aber okay. Ist gerade aufgewacht und noch etwas eingerostet. Er braucht ein wenig Training. Befiehl ihm, auf die Ziele zu schießen. Ich finde schön, dass sie sagen, dein Weltraumbegleiter ist einfach da und nicht einfach, da du keine Leute hast, schicken wir dir einfach irgendein Hausschwein, das dir hilft. Gut gemacht. Du wirst mit deinem Weltraumbegleiter zusammenarbeiten müssen, wenn ihr entkommen wollt. Oh nein, ich habe Gegner geortet, die in eure Richtung fliegen.
Schiff ist noch nicht bereit. Arbeitet zusammen, um die Schild- und Motorkapseln zu öffnen. Achtung, da kommen sie. Da ich das Tutorial praktisch gespielt habe, weiß ich halt schon, worum es geht. Oder was jetzt halt passiert. Und das hier ist praktisch jetzt hier so ein Schild, den ich rumfahren kann und damit die Projektile abwehren. Und wir bekommen gleich auch die Möglichkeit, das Schiff zu steuern. Und das, bis auf das Schiff steuern, kann unser KI-Freund hier praktisch alles alleine machen. Das heißt, ich kann in Ruhe das Schiff steuern und muss ihm halt nur befehlen, wo er am besten hin soll. Und der Tunnel zu eurer Rechten wurde blockiert. Mit ein paar kosmischen Weltraumhäschen könntet ihr die Barrikaden durchbrechen. Dafür müsst ihr sie aber erst befreien. Es ist praktisch irgendwie wohl so die Macht der Liebe. Macht der Liebe. Wie war das? Macht der Liebe, Flieg und Sieg? Macht des Mondstands, aber. Könnte ja auch anders heißen. Einzige, was mich ein bisschen stört, die Steuerung dieses Triebwerks ist so nervig. Deswegen finde ich das Ganze auch schade, dass. Das ist der Prototyp der Yamato-Kanone. Ist eigentlich noch nicht für den Gebrauch zugelassen, aber deswegen, ich finde einfach ein bisschen schade, dass die ernsthaft, KI. Die KI ist eigentlich nicht so doof, aber naja. Und weiter geht's. Die Yamato-Kanone ist sehr mächtig, wenn du über gutes Timing verfügst. Ah, okay, ich hab ihn dahin geschickt und er hat sie praktisch direkt aktiviert. Weil man damit ja nicht zielt, weil die wohl einmal rumfliegt. Das ist das Rettungsportal. Ich fürchte, ihr braucht mehr Weltraumhäschen, um es zu öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt echt Spaß macht mit mehreren Leuten, aber allein ist es halt schon ein bisschen fummelig. Da ist die Karte. Ups. Das ist die Kartenstation etc. etc. Wir machen unser Raumschiff kaputt. Damit kannst du die Karte nutzen, aber ich kam nicht mehr so schnell dahin. Toll. Naja, eine Textbox nicht vorgelesen. Ich finde halt, diese Steuerung von diesem Triebwerk ist so fummelig. Auf die Brücke, auf die Brücke! Wir werden angegriffen. Weiter geht's. Kartendaten. Wir können jetzt die Position von Weltraumhäschen genauer bestimmen. Ich weiß aber immer noch nicht. Das eine ist ein Schwein, das haben wir ja schon vorhin festgestellt, das sind so Tiere. Aber was wir sein sollen halt. Weil wir sind ja eigentlich so, es sieht aus wie so ein Klumpen in einem Glas. Ich weiß nicht.
Das Sicherheitssystem spielt verrückt. Vergesst nicht, dass euer Schild Geschosse abwehren kann. Ja, genau. Ich bin auch schlau. Flieg in die Geschosse rein. Ich muss halt echt sagen, im Vergleich zu anderen Spielen ist die KI halt relativ schlau. Also sie kann auch... Ich habe sogar gesehen, dass die KI es hingekriegt hatte, diese Schilde, die man mit zwei Leuten öffnen soll, alleine zu öffnen, wo ich echt sagen muss, das ist schon ziemlich cool. So. Jetzt kommen wieder Feinde, die Frage ist, woher? Erstmal kommen unsere, wie hießen sie früher, Glücksbärchis mit ihren Regenbogenstrahlen ans Schild. Hauptsache, der Feind hat immer noch überlebt. Oder auch nicht. So. Und ab geht's, raus aus dem Tutorial. Da. Ich überlege halt immer zu lang, weil eigentlich ist es besser, die Gegner anzugreifen, aber die Schilde, das Schild ist halt auch ziemlich gut und die KI kann da halt auch ziemlich gut mit umgehen. Und dementsprechend weiß ich nie, ob es besser ist, der KI den Schild zu geben oder das Geschütz, weil je nachdem, wo das Geschütz ist, komme ich schneller zum Schild. Der hier unten rechts ist. Ihr habt überlebt. Puh. Das Universum ist instabil und die Raumzeit verschiebt sich. Unsere letzte Hoffnung ist die Wiederbeschaffung der vier Ador-Reaktorteile. Eines davon müsste im großen Bären sein. Könnt ihr das überprüfen? Was passiert, wenn ich jetzt sage, nein, kann ich nicht? Okay. Aufmarsch. Es gibt mehrere... Oh mein... Dass es mehrere Figuren gibt, war mir klar, aber dass es mehrere Schiffe gibt? Ja, okay, ich weiß nicht, vielleicht sind die einfach nur vom Design anders. Weil, es würde ja das Spiel irgendwie... Ja, wobei... Da sind die Geschütze an anderen Seiten. Das Ding hat nur drei Geschütze. Naja, werde ich sehen. Der robuste, hübsche Prototyp eines Kampfraumschiffes mit dem ersten portablen Ador-Reaktor. Kaugummi 0. Mhm. So. Fünf Phasen brauchen wir. Wimmert das Geschütz? Ich empfange Zeichen der Liebe aus dem gesamten Sektor. Das müssen Weltraumhäschen sein, die in Not stecken. Gut. Au.
Wir sind gerade... Das ist ja cool, wir sind gerade praktisch in der Erdumlaufbahn von dem Ding. Oh, das ist ein Geschenk. Machtjuwel. Cool. Gut. Daran. Auf zum nächsten. Geschenke. Metalljuwel. Oh Mist. Nicht so lange überlegen. Mehr machen. Stecken wir das einfach da rein. Da halt das Problem, keine Ahnung, was die Dinger machen. Ganz genau, ja. So. Warum haben wir? Dafür wurden wir schon nicht getroffen von irgendwas. So. Hier sind wir, da hinten ist was. Gut, au, au, au. Einmal aufmachen, bitte. Mister Schwein. Und weiter geht's. Ich glaube, das nächste Juwel ist echt der, muss echt der Antrieb sein. Kann ja nicht sein, dass wir so langsam fliegen. So. Ob ich die Juwelen nachher auch wegnehmen kann? Ah, da sind die. Das dachte ich mir fast, dass jetzt Kartendaten kommen. Wo müssen wir hin? Ah, zum Glück nur da oben.
Und Flop. Glücksbärchi, Regenbogenstrahlen. Okay. Oh. Oh. Feuer. Oh mein Gott. Wir müssen hier raus. Schnell, schnell. Ich habe ja jetzt viel erwartet. Ich habe jetzt erwartet, dass wir aber eine Kettensäge. Ich hätte noch nicht mal erwartet, dass ich das Ding. Ich habe jetzt gedacht, das macht irgendwie anders Schaden oder so. Aber das erklärt jetzt auch diesen komischen geriffelten Rand um das Ding drum. Ist ja cool. Hoffentlich behalten wir es jetzt wenigstens auch. Keine Bonusfreunde. Tja. Der nächste Sektor ist nicht mehr weit. Aktiviert die beiden Warp-Schalter, sobald ihr bereit seid für die Mission. Geschenke. Geschenke. Okay. Bemannte Geschütze. Und ab geht's. Ach. Ich finde das ziemlich cool, dass man genau. Jetzt kann ich auch wenigstens ausweichen. Schneller mal. Dahin. Und ich habe so eine Art Superschuss. Das ist ja cool. Oh, das Spiel macht... Ich habe halt echt nicht erwartet, dass das Spiel doch so einen Spaß macht. Ah, fast da. Da. So. Schild in Verteidigungsposition. Und... auf die Geschütze, Spock. Spock, sag ich, Schwein. Dahin. Richten und dahin. Oh, oh, das sind Raketen, das sind Raketen. Wir haben ihn gerettet. Gut. Und weiter geht's. Es macht halt echt irgendwie Spaß. Ich mag auch. Ich mag generell Spiele, wo man dann auch Upgrades findet und so ein Kram. Und weil wer weiß, was passiert, wenn ich zum Beispiel das Machtjuwel in die Yamato-Kanone stecke oder anders und das Metalljuwel ins Steuer und solche Sachen. Aber. Upsala. Und da haben wir wieder ein Geschenk. Strahlenjuwel. Ja. Einfach mal da rein. Und noch eins. Ein weiteres Machtjuwel. Kann ich die stacken?
Nee, kann ich nicht. Kann ich die denn, kann ich die denn abziehen? Ne, sieht nicht so aus. Gut. Wäre halt ziemlich cool gewesen, wenn ich die abziehen hätte können. Oh, Kartendaten. Und natürlich müssen wir da ganz hoch. Ist halt nur ein bisschen fummeliger, wenn man es halt alleine spielt, weil man ja jetzt praktisch unser Haustier befehligen muss und halt steuern muss. Raketenangriff, Schilde bereit machen. Ha, ihr kriegt uns nie. Und die haben jetzt bewusst, ich klinge gerade ziemlich kindisch. Die Raketen... Hauptsache, die Raketen verfolgen uns immer noch. Und dieses... Und diese Geschütze. Oh, sind die cool. So. Die haben wir auch. Gut, da wir nicht wissen, wohin. Einfach weiter in die Dunkelheit. Ziel gefunden. Schilde bereit machen, Ausweichmanöver.
Gut, das sind Folgen. Ganz schnell weg hier. Und ab zum Ausgang. Und schnell rein. Yes. Ich sagte zwar, ich mag die Steuerung des Antriebs nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie macht es Spaß. Naja. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Und später am Abend machen wir uns dann noch auf die Suche nach meinem Herzen. In einem anderen Spiel und ja, ich hoffe, ihr schaut dann nochmal rein und dann war's das für Lovers in a Dangerous Space Time erstmal. Bis dahin, viel Spaß noch, ciao!